Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Manipulierte Akten, Rot-Rot-Grün einigt sich auf Untersuchungsausschuss. Falscher Alarm, verdächtiger Gegenstand im Willy-Brandt-Haus. Und das Wetter? Frühling in Berlin, es bleibt überwiegend sonnig und freundlich bei Werten über 20 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 22. Mai 2017. Die Regierungsfraktionen von SPD, Linke und Grüne in Berlin haben sich nun doch auf einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung von Behördenversagen im Fall des Terroristen Anis Amri verständigt. Das teilten die Fraktionen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der Ausschuss könnte seine Arbeit nach dem 3. Juli beginnen, nachdem der Sonderermittler Bruno Joost seinen Zwischenbericht vorgelegt hat. Es gebe neben gravierenden Einzelfehlern der Sicherheitsbehörden auch strukturelle Fragen im Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern, hieß es. Amri hatte im Dezember bei einem Lastwagenanschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche 12 Menschen getötet. In der vergangenen Woche waren Manipulationen bei der Kriminalpolizei an den Ermittlungsakten bekannt geworden. Sie sollten vertuschen, dass Amri vor dem Anschlag wegen Drogenhandels hätte festgenommen werden können. Entwarnung bei der SPD. Ein verdächtiger Gegenstand in der Poststelle der Parteizentrale hat sich nach Angaben der Polizei als ungefährlich herausgestellt. Nach etwa 90 Minuten konnten die versammelte Parteispitze und zahlreiche Mitarbeiter am Montag in das zuvor geräumte Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg zurückkehren. Wir sind mit unseren Sprengstoffexperten hinzugezogen worden. Wir haben auch dann hier das Gebäude, das Haus weiträumig abgesperrt aus Sicherheitsgründen. Und haben auch, da die Ernsthaftigkeit zunächst bejaht wurde, darum gebeten, dass die im Haus anwesenden Damen und Herren selbiges verlassen. Also das Gebäude wurde komplett evakuiert. Die Untersuchungen unserer Expertinnen und Experten haben dann aber erfreulicherweise ergeben, man sieht es auch hinter mir, das Gebäude ist wieder, nimmt hoffentlich normalen Lauf auf, dass es kein gefährlicher Gegenstand war, sondern dass es sich offenbar, ja, ob nun ein Scherz handelt, müssen die weiteren Untersuchungen ergeben. Zumindest war jetzt nichts enthalten, was ansatzweise eine Bedrohung oder eine Gefahr für dieses Gebäude oder für Menschen hätte geben können. Die Polizei Berlin sucht mit Hilfe eines Videos nach Zeugen eines brutalen Angriffs auf eine Frau am 26. März. Die Attacke ereignete sich gegen 4.50 Uhr auf dem Alexanderplatz. Nach Polizeiangaben wurde die Frau von einem Mann so heftig mit der Faust geschlagen, dass die 24-Jährige stürzte und ohnmächtig wurde. Sie kam mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer soll von einem Mann und einer Frau begleitet worden sein. Beide sollen an der Tat nicht beteiligt gewesen sein. Nun veröffentlichte die Polizei ein Video, auf dem drei Personen zu sehen sind, die möglicherweise den Angriff beobachtet haben, so ein Polizeisprecher. Hinweise zu den Zeugen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Am Wochenende ist in Berlin zum zweiten Mal der Aqua Award verliehen worden. Der Preis von Aquanet Berlin-Brandenburg, eine Initiative der Berliner Wasserwirtschaft, die herausragende Leistungen im Bereich des Wassersektors würdigen will. In diesem Jahr gewann den Preis Professor Franz Bernd Frechen von der Uni Kassel für die Erfindung von Paul, dem Wasserrucksack für Krisenregionen. Den Science Award erhielt Stefan Dittmar von der TU Berlin unter anderem für seine Bachelorarbeit über Aktivkohle bei der Entfernung von organischen Stoffen. Der Aqua Award wird unter anderem unterstützt von der Wirtschaftsverwaltung, Berlin Partner, der TU Berlin, der IHK und TV Berlin als Medienpartner. Willkommen zum Sport. Die Füchse Berlin haben den zweiten EHF-Cup-Gewinn der Vereinsgeschichte verpasst. Das Team von Trainer Velimir Petkovic verlor das Finale beim Final Four-Turnier in Göppingen gegen die Gastgeber klar mit 30-22. Bester Werfer des Turniers wurde Hans Lindberg von den Füchsen. Somit müssen sich die Berliner nun wieder auf den Liga-Endspurt konzentrieren. Bereits am Mittwoch gastiert der SC Magdeburg in der Max-Schmeling-Halle. Die Gäste stehen in der Tabelle einen Platz hinter den Füchsen. Nach 5 gemeinsamen Jahren gehen Hertha BSC und Sami Alagui getrennte Wege. Verein und Spieler haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zum 1. Juli 2017 nicht fortzusetzen. Sami hat sich mit seinem Einsatz, seinem Eifer und seinem Engagement stets bei Hertha BSC verdient gemacht. Auch in schwierigen Phasen hat er seine positive Art nicht verloren und war immer ein wichtiger Baustein der Mannschaft. Dafür möchten wir ihm herzlich danken. Für seine sportliche und private Zukunft
wünschen wir ihm alles Gute, sagt Michael Preetz. Der 30-Jährige wechselt zum FC St. Pauli. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht klart der Hauptstadthimmel in weiten Teilen auf und es bleibt dementsprechend trocken. Das Quecksilber geht zurück auf 12 Grad. Am Dienstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Abend und in der Nacht zum Mittwoch kann es gebietsweise auch leicht regnen. Die Tageshöchstwerte liegen um die 25 Grad. Und der Ausblick, auch die kommenden Tage versprechen sonnig und freundlich zu werden. Am Mittwoch kühlt es sich vorübergehend etwas ab, die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 19 Grad. Zum Ende der Arbeitswoche steigen die Temperaturen aber bereits wieder auf bis zu 25 Grad an. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit fällt durchgehend gering aus. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.